Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir ja Fortnite Arena. Letztes Mal haben wir ja das Late Game Arena gespielt. Und dieses Mal spielen wir die normale Arena, aber vorher machen wir ein Geschenk in der Lodge auf. Komm, packe an 14 Tagen jeden Tag ein kostenloses Geschenk aus. Ist ja super. Das hier mache ich auf. Ne, darf ich noch nicht. Gucken wir mal hier. Wähl mich, wähl mich. Oh ne, das wollen wir nicht. Da guckt ja schon was raus. Nehmen wir das hier. Erstmal schütteln. Schütteln. Haben wir genug geschüttelt. Jetzt packen wir es aus. Und gucken mal, was drin ist. Wahrscheinlich hat das jeder von euch schon geöffnet. Aber. Boah, ein Big Baba Bubu Skin. Einfordern. Schönes Geschenk. Jetzt gehen wir. Aber in die Lobby und starten mit der ersten Runde. Wir wollen natürlich Division 1 heute schaffen. Wir starten mit Runde 1 und wie ihr seht auf der Map, ich habe immer noch nicht alles erforscht. Aber das wollen wir natürlich ändern. Deswegen landen wir erstmal hier. In den ersten Runden probiere ich ja immer eigentlich irgendwo zu landen, wo es viele Fights gibt. Weil es da ja noch keinen Busfahrerpreis gibt. Aber hier gibt es gar keine Fights, fällt mir auf. Gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Dann war da hinten beim Turm. Obwohl, da bin ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich landen soll. Ich lande hier bei dem Turm. Sonst, also ich habe halt keine Städte mehr, die ich noch erkunden kann. Nur so irgendwelche Wiesen oder sowas. Und ich habe immer noch tatsächlich ein paar Lags. Oh mein Gott, den Hammer gibt es einfach auch hier. Okay. Wir uns erstmal so ein rein, Biggie. Und jetzt gucken wir mal, wo sich der nächste Gegner befindet, falls wir auf ihn treffen. Seht ihr es bis gleich. Da ist schon der erste Gegner. Wir pushen uns hier an. Gott, er hat mich. Ich habe ihm gut nicht gegeben, aber war mal gar nichts. Nächste Runde. Runde 2. Hoffentlich läuft die jetzt besser als die erste Runde. Und das hier auch irgendwie nicht erforschen, also nicht freischalten. Das ist immer noch verdeckt. Kann ich mir nicht erklären, warum. Aber ist nun mal so. Warum ist da Wasser? Okay. Oh, es gibt schon wieder Weihnachtsbüsche. Das ist ja der Wahnsinn. Aber Fahrt fliegt doch weiter. So ein Mist. Habe ich Zeit verloren gerade. Fliegen wir jetzt zur Tanke. Vielleicht können wir da. Oh ne, wir fliegen hier vor in den Wohnwagen-Abstellbereich. Ja. Super, dass es wieder leckt. Anscheinend sind wir hier aber alleine. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Gegner. Hier ist der erste Gegner. Ist da drüben in dem Wagen drin. Und er ist One-Shot. Und wir haben ihn. Wie viel Damage habe ich ihm denn gemacht? Das wäre krass. GG's. Hier haben wir schon den nächsten Gegner. Und einer ist über mir. Ich weiß jetzt, weiß, was ich hier bin. Direkt über mir. Im Haus, glaube ich. Ich kann die Schritte noch nicht einordnen.
Oh mein Gott, hier ist er. Gott, ich hab ihn, aber war viel zu intens. Da kommt der nächste. Schnell zwei Minis reinpfeifen. Mein Gott. Wo baut er sich denn rein? Oh mein Gott, ich habe überhaupt nichts gesehen. Mann. So ein Mist. Schade, Schokolade. Wir haben wenigstens schon mal ein paar Punkte gemacht. Gehen in die nächste Runde. Nicht denn hier? Unten links ist noch was unerforscht. Und wir geben uns gleich auf den Weg dahin. Es ist anscheinend noch Teil von Frenzy Fields, aber du musst es irgendwie extra freischalten. Bin ich mal gespannt, was da so ist. Da ist noch so eine Hütte. Okay. Na, 60 Punkte haben wir erst. Ist auf jeden Fall nicht so berauschend. Bin ich ganz ehrlich. Braucht da mehr. Wir haben da viel zu lange schon gebraucht. Die 60 Punkte. Und ich kriege ja auch gar nicht so richtig Punkte. Ich verliere ja gerade alle Fights und überlebe nicht lange. Kann es jetzt mal kaputt gehen? Alter, wie viel Leben hat das Teil denn? Ja, könnte ich vielleicht noch eine Scar mehr haben? Oh. Junge, er hätte fast die Pump hier gekriegt. Dann hätte er mich damit geholt. Hier lag noch eine andere Pump. Damit mich geholt, dann wäre ich richtig sauer gewesen. Aber wir haben schon mal den ersten Kill. Das sind doch schon mal die ersten Punkte. Es läuft schon mal gut. Und bei den nächsten Gegner seid ihr wieder dabei. Da ist der nächste Gegner, mein Gott. Oh mein Gott, viel zu easy. Wir sehen uns beim nächsten. Oh, der ist hier schon. Da ist er. Big Baba Bubu Hit. Hier kommt noch einer an. Scheiße. Nein! Er holt mich. GG. Wir gehen sofort in die nächste Runde. Nächste Runde. Hier hinten ist noch was unerkundet. Da schauen wir es mal hin. Da werden wahrscheinlich nicht so viele Gegner landen. Aber so ist mal okay. Uns fehlen ja schließlich immer noch 290 Punkte. Und weiß nicht, vielleicht kann man die auch mal mit ein bisschen Platzierungspunkten holen. Aber hier eben auch schon ein paar. Was mir gerade auffällt, dieses Sprintzeichen, da wird von der Punktzahl verdeckt. Man sieht da so ein bisschen noch den Menschen rauslaufen. Jetzt sehen wir aber jetzt wieder, ne? Immer wenn ich das dauerhafte Sprinten anhabe. Ist ja witzig. Ja. Ja, natürlich ist hier doch wer. Ich habe nicht meine Pumpe. So Angst. Er ist so One Shot. Was, Mann? Jetzt 4 HP. Mann. Bisher läuft es ja noch nicht so rosig. Deswegen gucken wir mal im Schnee vorbei. Vielleicht sind da ein paar Geschenke für uns versteckt. Ja. Eigentlich ist das viel einfacher.
So, die 400 Punkte, die ersten. Aber ich sitze. Habe ich nicht letzte Season auch so lange dran gesessen? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ich glaube, es wiederholt sich. Ist natürlich ein bisschen nervig. Aber so ist es nun mal. Dann hier hinten bei den Containern. Hoffe ich mal, dass hier guter Loot ist. Eben 4 HP, ne? Ist echt reingeknallt. Offenbar, diesmal habe ich die 4 HP und der Gegner wird eliminiert. Aber das werden wir gleich sehen. Da haben wir schon unseren nächsten Feind. Jetzt schießen natürlich gleich zurück. Oh mein Gott. Ich dachte es mir schon, dass hinter mir noch einer ist. Können wir uns zwei Biggies. Dann können wir auch in den Fight rein. Wahrscheinlich mit dem hinter uns. Ist irgendein anderer auf mich schon wieder? Was soll denn das? Was wird das hier denn für ein Fight, Alter? Erstmal nachladen. Wo ist er denn? Was meine ich, Scheiße? Der nächste, der mich angreift. Nehmen wir uns erstmal ein Biggie wieder. Also hier ist ja ein intenser Fight. Wird immer von irgendwem anders noch angegriffen. Wo ist da hinten einer? Ich sehe da gar keinen. Was? Und da hinten hat mich einer abgeschossen. Was für eine Drecksau. Da muss eigentlich auch noch irgendwo einer sein. Da hinten fliegt einer. Und ich treffe ja gar nichts. Nein, nicht. Ja, und er hittet wieder den ersten Deich. Kann's ja nicht fassen. Das ist echt eine Sauerei. Guck mal da drüben, ob da irgendwie Loot ist. Ich hatte übrigens 2500 Metz, ne? Das ist eine Waffe hier. Vielleicht nehmen wir mit. Da ist der Gegner wieder. Er hittet ja so gut, weil er der Beste ist. Nehmen wir uns erstmal ein Biggie. Sieht das Leben noch gleich viel anders, viel besser aus. Oh, er kommt. Interessant.
Mich selber übrigens zugebaut. Ich das noch verkackt, ne? Der hat eine Runde gewonnen? Weiß ich jetzt nicht, ob der besser war als ich. Da unten alles weg. Oh, Scheiße. Können wir uns erstmal mit mitnehmen. Jetzt gehen sie mich in die intensive Phase. So eine Runde kann man jetzt auch schon mal alles entscheiden. Wo ist denn der Gegner? Ich dachte, da wäre einer. Ist gar kein Gegner. Da ist er. Irgendwie gekonnt rausgelockt aus seiner. Ja, von hinten kommt jetzt natürlich auch noch einer. Wo denn? Da. Ja, weil die wir teamen. Ach man, cry more, ja, 7k ist GG. Wir gehen in die nächste Runde, wir haben schon mal fast die Hälfte. Es gibt nicht mehr viel auf der Insel, was ich noch nicht erkundet habe. Und eins davon liegt dort. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Looten da und dann den einen oder anderen Kill noch zu holen. Eben 9. Platz. Ich habe das Gefühl, dass 9. Platz früher mal mehr gebracht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe ja nur auf 85 Punkte also bekommen, oder? Weiß nicht. Könnte sein, dass ich schon immer die Punktzahl gab. Könnte aber auch sich verändert haben. Ist jetzt eigentlich aber relativ egal, weil ich muss halt performen. Mir fehlen noch 205 Punkte. Ich habe jetzt erst die Hälfte und wenn ich jetzt schon wieder sage, wie lange ich schon aufnehme, das wäre lächerlich. Deswegen muss ich jetzt ranklotzen und Punkte holen. Und falls wir Punkte holen, indem wir ein Spiel machen, geht's jetzt bis gleich. Irgendwer probiert mich hier von hinten nachzuschießen. Oh mein Gott, er ist übel da. Ey, der ist richtig gut. Warum spielt er noch in meiner Division? Ich hab den so gelasert. Alter. Der ist gut. Der ist viel zu gut. Laggt auch zu sehr. Aber da wieder der Beste ist gegen den ich spiele. 255 Punkte erst. Mann. Zurück zur Lobby. Nächste Runde und wir gehen hier ganz ans Ende der Busspur. Da fehlt uns nämlich auch noch ein Orientierungspunkt. Ja, eben wieder nicht so gut gelaufen. Es dauert viel zu lange. Ich bin jetzt gleich wieder bei einer Stunde Aufnahme und habe nur 255 Punkte erreicht. Das ist natürlich lächerlich. Muss man einfach sagen. Langsam müsste ich geübter sein, aber gut, zu Anfang der Season ist es auch immer noch mal schwieriger. Wenn ich das jetzt zur Mitte der Season erst machen würde, dann wären die ganzen Guten schon in ihrer Denkzeit, ne? In ihrer Division und würden mich hier in Ruhe lassen. Und hier habe ich die ganze Zeit das Problem, dass hier auch noch welche sind, die noch viel besser sind als ich. Und hier habe ich doch eben noch den Fliegen hören. Wir hätten Fighten auf jeden Fall welche und wir werden uns gleich mal auf die Suche nach dem begeben. Aber erstmal looten wir und ihr seht's gleich.
Was ist denn jetzt los? Ich nehme hier plötzlich eine Flagge ein. Hä? Ich spiele Capture the Flag. Nee, das ist ja, Eroberung ist das, ne? Capture the Flag ist was anderes. Herrschaft. Herrschaft heißt es. Oh mein Gott, ich bin hier oben. Ich bin im... Ach du Scheiße. Kann ich hier drin bauen? Soll mich mal in Ruhe lassen, bitte. Ich weiß keine Metz mehr. Pistolen. Ein Splasher geht noch. Der auch kein Metz, so hat er noch. Big Bar Bubu mit. Ich hab keine Metz, ja. Und ich hab ihn. Muss nur noch der andere kommen hier. Erstmal nehme ich das hier weiter ein. Wo ist denn der andere? Die ganze Zeit mit dir. Guck mal, jetzt traut er sich nämlich nicht mehr. Ja, ich habe den Ort beansprucht. Was? Jetzt sehe ich alle Chests. Wie OP ist das? Und ich sehe sogar ihn. Oh mein Gott. Er trinkt Minis. Und wir haben ihn. Das ist voll OP, Alter. Geile Sache. Wenn ich euch noch mehr neue Features in dem neuen Fortnite-Update zeigen soll, abonniert den Kanal. Easy peasy. Das ist cool. Wer will denn jetzt schon wieder im Stress, Alter? Kann nicht wahr sein. Ich bin da gerade mal am gucken, wer da im Baufight ist. Und irgendwo, also nirgendwo, werde ich wieder abgeschossen. Ich da mal probieren, den runter zu schießen. Ich... Fällt keiner. Okay. Da könnte einer sein. Und sonst weiß ich es tatsächlich nicht. Top 7. Wenn ich das hier gewinne, habe ich relativ wahrscheinlich es geschafft schon. Und das wäre cool. Deswegen probiere ich jetzt mich defensiv hier noch abzuwarten. Und dann den Win zu holen. Falls ich das schaffe. Mal ist hinter mir keiner mehr ist auf dem Berg. Die haben da Eis auf dem Berg gemacht, das ist total rutschig. Ich schätze mal, dass da in dem Steingebäude einer ist. Jetzt haben wir die neue Zone. Und ich muss rotieren. Ich überlege, ob ich da oben drauf gehe erstmal, um Überblick wieder zu kriegen. Hier ist eine Skipiste, Schneepiste, Rutschpiste. Ach du Scheiße, da oben ist einer. Hauen wir ab. Da. Wenn da schon einer ist, den wollen wir natürlich da oben nicht stören. Gut, wird man hier schnell. Cool. Problem ist jetzt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Das ist das Problem. Oh mein Gott, ey. Wieso greift ihr mich an 19 Kills? Was bist du denn für einer? Alter, wir gehen in die nächste Runde. Hoffentlich ist es die letzte. Hoffentlich treten wir jetzt zur letzten Runde an. Dieses ganze Gebiet habe ich noch nicht erforscht. Obwohl ich eigentlich dachte, ich schon überall da war. Ich war da oben auf dem Berg auf jeden Fall. Und hier bin ich irgendwo. Dann war ich auch an dem Haus am See. Wahrscheinlich nicht. Das wird es wahrscheinlich sein. Die neue
Ein neu erkundeter Ort. So, gar kein Haus am See, sondern wieder so ein Turm. Aber egal, wir werden da landen und hoffentlich die 400 Punkte knacken. Langsam muss es doch mal funktionieren. Bin echt. Oh ne, da unten war ich auf keinen Fall. Häng echt hinterher. Probier hier schon mal zu landen, dann runter zu rutschen. Ja, wollte ich zwar nicht so, aber es hat irgendwie funktioniert. Und wir sind unten. Und wenn wir es geschafft haben und vielleicht mal ein Gegner auf uns wartet, seht ihr es. Nein, ich bin nur nach vorne gelaufen und bin einfach runtergefallen. Och man, ist es blöd. Wir fehlen 25 Punkte. Wir gehen in die nächste Runde ganz schnell. Wenigstens können wir jetzt durch die eine Runde mehr nochmal einen unbekannten Ort aufdecken. Es gibt jetzt noch so drei, schätze ich mal. Also eins, das hier können noch zwei sein, aber ich sage, das ist der zweite und das ist dann der dritte. Also drei oder vier. Die kriegen wir auf jeden Fall in der Laufe dieser Season easy noch hin. Jetzt landen wir erstmal da, kriegen hoffentlich den nächsten Orientierungspunkt und hoffentlich auch die 400 Punkte, um die Division 2 zu erreichen. Also das wäre echt kritisch, wenn nicht. Sieht mal so aus, würde keiner mitkommen. Schon mal gut für mich, kann ich nicht sterben, aber mal sehen. Da kommt tatsächlich einer gerade reingeflogen. Den schießen wir erstmal ab und er ist um. Gott. Wieso hat er mir noch so viel Damage gegeben? Was soll das? Na gut, dafür haben wir hier nochmal einen Biggie gefunden. Den trinken wir schnell. Und wir haben damit schon die Punkte erreicht. Wir machen aber natürlich weiter, um es für die nächste Folge uns einfacher zu machen. Also wenn wir jetzt schon so kläglich an dieser Division scheitern, will ich gar nicht wissen, wie es in der nächsten ist. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Gegner. War da unten gerade auf der Eisfläche. Ein Gegner entdeckt, aber direkt unter mir war auch noch einer, oh mein Gott. Ja, der ist richtig scheiße. Ich aber auch. Nachladen. Mir ist weggesteckt. Ich mir kurz den Biggie, solange der da Faxen macht. Der heilt sich ja auch. Ich habe ihm das übelste Brett gegeben. Was ist denn hier los? Wo ist er? Blöd. Ich habe so ein Item, dass ich mit Leiter auslösen kann. Was ist denn? Hab ich nochmal einen Hit mitgegeben? Ja, aber ich check nicht, wo dieser Lost ist. Ich würde da gerne rüberfliegen, aber. Check's nicht. Ja! Ich habe irgendwen eliminiert, geil. Check nicht, wo er ist. Machen wir uns erstmal hier schön Biggie. Und danach wird weiter gefightet. Pushen wir ihn erstmal. Du bist ja auch so kacke. Okay, er ist doch nicht so kacke. Oh mein Gott. Er ist white. Ich habe keine Money mehr in der Waffe. 25 AP hat er noch. Wir gehen zurück zur Lobby.
Ja, Leute, das war's schon mit der ersten Folge. Wir haben 475 Punkte erreicht, hätte ich nicht gedacht nach den ersten Runden. Und dann war ich kurz vorm Ziel gestorben vor den 400 und dann haben wir gleich 100 mehr gemacht. Aber so ist es nochmal. Hören wir ein bisschen mehr auf nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.